Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in Folge 171 von Avorion. Ja, wir sind hier an diesem Satelliten hier angekommen. Haben jetzt die Nachricht von Dingens gekriegt, von dem Thomas Steele gekriegt, dass dieser Satellit halt mit den Waffen, die er uns eben genannt hat, zu bekämpfen ist. Ich würde ihn gerne auswählen. Jetzt habe ich ihn ausgewählt. Jetzt einmal da. Energie- und Blitzüberladungssimulation. Eintrag ist das. Das heißt weiter. Modifizierte Blitzwerfer. Wir brauchen einen modifizierten Blitzwerfer. Und Steinen müssen wir uns mit schützen. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Und hier Erforschungsstatus. Selbst dünne Steinplatten können Schiff komplett immun gegen unser Über. Aha. Also wir brauchen nur eine dünne Steinplatte um uns zu machen. Dann können wir das machen. Aber ich glaube, so eine Steinplatte ist trotzdem ziemlich schwer bei der Größe des Schiffes. Also wird das schwierig. Entschuldigung, also wir holen erstmal den Blitzwerfer und dann schauen wir weiter, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das an. So, dann düsen wir mal los. Kommen wir überhaupt weg ohne Crash? Ne, 27.000er Schaden, na super. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Was war da? Das ist ein Ressourcendepot, ne? Sonst ist hier ein mobiler Ressourcenhändler. Wow, okay. Den brauchen wir jetzt aber nicht. Jetzt heißt es, wir gehen auf die Karte und müssen jetzt gucken, dass wir einen Ausrüstungsdock finden. Und wie das immer so ist, ist gerade keins zu sehen. Ja, der Thomas hat dann auch mit Sprungreichweite etc. Das müssen wir auch noch gucken. Er hat halt kleinere Sprünge, aber mit weniger Abkühlzeit. Deswegen kann er schneller springen. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir jetzt gucken, ne? Jetzt weiß ich hier überhaupt nicht, wo hier sowas ist. Da oben ist eins. Ausrüstungsdock, okay. Das heißt, wir fliegen mal da hin. Raus da. Und dann da herüber geflogen und dann gesprungen. So, lade Hyperraum auf. Nächster Sektor und neues Glück versuchen, ne? Nochmal springen, okay. Ja, springen wir da ein. Koordinaten zum Navigationscomputer eingegeben. Abkühlzeit haben wir jetzt wieder zig Sekunden. Das ist das, was der Thomas meinte. Da müssen wir dran arbeiten. Aufladen. Sprengen. Sektor, wo wir jetzt sind, können wir mal reingucken, was hier so gibt. Gibt's nichts, super, ne? Weiß nicht, wofür das dann da ist. Und nächster Sprung geht auch wieder da ein. Einfach Gas geben und los geht's. Der Sprung ist schon berechnet, wir kühlen aber noch ab. Und laden jetzt auf. So, dann schauen wir mal. Hier muss es jetzt einen Ausrüstungsdock geben. Da ist es. So, dann F. Können wir jetzt mal reingucken. Ausrüstung handeln. Waffen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wer ist das? Ist das Energie? Den kann ich sowieso nicht kaufen. Plasma und Schilde. Gravitationskanone. Energie, Schadenstyp. Schadenstyp.
Aufbereitender Butler. Plasmageschützturm. Antimaterie. Nobelmörser. Physisch. Qualitätsschub. Energie. Ja, Blitz ist Energie, ne? Also ich würde das ja so sehen, ne? Und hier gibt es aber noch einen Schadenstyp Elektro. Ah, der ist es. Schaden gegen Stein. Der muss es sein. Aber, Standard Tesla-Kanone. Du musst dann, ah ja klar, wir müssen an der Station gedockt sein. Wir haben auch noch 30 Minuten Zeit, das wird wahrscheinlich gleich weg sein. Hoffen wir, dass wir schnell hinkommen. Einen Dockingport finden. Dockingports sind da. Und wir sind schon gedockt. Schnell dahin. Und hoffen, dass es noch da ist. Standard Tesla Geschützturm. Zweimal kaufen. So, das bedeutet, wir warten die Zeit noch gleich ab. Gucken gerade, was im Sektor noch sonst so los ist. Casino, Munitionsfabrik, Werkzeugfabrik, Militärstation, Reparaturdock, Ressourcendepot, Schiffswehr, Waffenfabrik. Tja. Schütztürme bauen, ne? Erkenne ich das an der Farbe in irgendeiner Form automatisch? Energie, Energie, Energie. Zurzeit findet sich hier nichts mit Elektro. Aber es gibt noch einige. Und ich glaube, ich habe gerade die Farbe schon passend gesehen. Ne, das war Antimaterie dann. Blau muss es sein. Dunkles Blau. Da. Standard Blitzkanone. Eco Duo Tesla Kanone. Okay. Die hört sich schon mal besser an. Die ist, glaube ich, besser wie die. Hier haben wir noch eine, aber die Reichweite ist kürzer. Ich glaube, die erste war schon die richtige, ne? Aber wir haben jetzt gleich die Blaupause. Und das reicht uns aber nicht, weil wir müssen das hier alles haben. Tatsächlich haben wir Tesla-Spulen wohl mit. Nee, du ist alles null. Ja, das können wir uns also abschminken. Das brauchen wir dann auch nicht. Haben wir überhaupt sowas? Ich glaube nicht, ne? Keine blauen dabei, schade. Okay, das ist aber schon mal geklärt. Wir müssen in den Baumodus. Aber dafür müssen wir aus der Kartenübersicht raus. Und dann müssen wir hier definitiv diese zwei Kanonen hinbauen. Die wir gerade gekauft haben. Die irgendwo was Weißes sind. Wo sind sie denn? Blinken tut ganz viel, aber
Die waren doch nur weiß, oder? Da sind sie. Reichweite 2,83, DPS 208 ist nicht viel, aber ist es halt so, ne? Okay, da sitzt auch so ein Ding. Schießt die doch in allen Richtungen so, oder? Nee, das will ich dann nicht. So, das bedeutet, wir müssen jetzt Plätze frei machen. Bewaffnete Geschütze 2. Wir müssen jetzt plus 1 an. Wir haben 2 davon, also müssen wir 2 bewaffnete Geschütze wegmachen. Die brauchen 3 Ingenieure. Slots zu 3. Slots 2. Ja, Abwracklaser. Slots. Unbewaffnet. Unbewaffnet. Was ist das für einer? Unbewaffnet. Kanonierer. Schadenstyp. Slot. Bewaffnet. Wird wohl ein Slot sein dann. Doppellaser Geschützturm. Das sind Raketengeschütztürme. Was ist denn hier noch schlechter? Ordentliche Wumme. Noch bessere Wumme. Slot-Typ da. Haben wir da noch auf der anderen Seite auch noch was? Sehe ich jetzt nicht, weil das Rohr davor steht. Da ist auch noch einer. Splitter, Kanoniere 2, aber nur ein Slot wahrscheinlich. Ja, dann. Mach den mal weg, oder? Und da ist noch so einer. Machen wir den auch weg. Und dann bauen wir da so einen hin und wie? Nicht genug Slots für bewaffnete Geschütztürme. Installierte Geschütztürme können wir sehen. Ich denke, ich habe das gerade gemacht. Ich sag jetzt nicht, die Gravitationsdinger waren unbewaffnet. Tatsächlich. Dann kannst du sie auch wieder hinstellen. Wo ist der zweite? DPS. Bewaffnet. Unbewaffnet. Warte mal, schmeiß den mal wieder weg. Der braucht jetzt spezielle Plattform, speziellen Stein, oder was braucht er, dass das geht? Xanion wahrscheinlich. Dann lass uns schnell noch einen Xanion-Stein hier setzen. Panzerung in Xanion geht nicht. Dann geht aber ein Stein wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal so, dass wir den hier vorne hinsetzen. Nee. Ja, doch, das können wir so machen. Ja, leider geht das da nicht so hin, wie ich das gerade wollte.
machen wir so. Und dann gucken wir nochmal. Unbewaffneter geht dahin. Naja, niedere Qualität geht, ist ein Bewaffneter allerdings. Alles bewaffnete Geschichten jetzt hier gerade. Ich kann noch eine unbewaffnete setzen. Alles bewaffnet, da ist der nächste unbewaffnete Trainium. So. Haben wir als erst. Jetzt müssen wir nur die anderen loswerden oder ein anderes System einbauen. Aber ich glaube, zum Systemeinbau kommen wir nicht mehr. Oder? Nee, da geht nichts mehr. Müssten wir erst wieder größer werden. Aber ich denke mal, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.